Also wenn ihr dort mit mir seid in dem Hohelied, dann wollen wir heute im Kapitel 4 weitermachen. Ich möchte einen kurzen Rückblick eben geben, einen kurzen Rückblick über das, was wir im ersten Teil hatten. Und zwar haben wir uns angeschaut, wie die Beziehung mit dem Herrn Jesus für uns als Brautgemeinde überhaupt aussieht. Und wir haben uns auch angeschaut, was der Herr Jesus für uns empfindet. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich meine, das ist eine Botschaft an die Braut. Das hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Ja, und wenn wir hier sitzen und wir meinen, aber nein, wir wollen auch evangelistisch sein, das ist auch sehr evangelistisch. Aber zuallererst, das ist erstmal eine Botschaft an die Braut. Denn die Braut hat heutzutage leider so viel auf dem Zettel, aber nicht mehr das, was eigentlich wichtig ist. Dass die Braut überhaupt realisiert, ich bin geliebt von meinem Herrn Jesus Christus. Und diese Liebe ist so gewaltig, ist so unaussprechlich, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, dass wir hineinblicken müssen ins Wort, um zu ergreifen, wie der Herr uns liebt. Wir hatten dann herausgestellt, dass wir alle viele Kämpfe haben. Wir haben viele Kämpfe. Als Christen haben wir in einer gottlosen Welt viele Kämpfe. Und das ist auch gut so. Kämpfe sind uns sozusagen verheißen. Jesus selbst hat gesagt, durch viel Leid gehen wir in das Reich der Himmel ein. Aber bei all den Kämpfen glaube ich, dass wir wohl die größten Kämpfe und die größten Probleme damit haben, überhaupt zu ergreifen, wie sehr uns Jesus liebt. Wie sehr er uns liebt in unserem Versagen. Wie sehr er uns liebt, wenn wir gefallen sind. Wie sehr er uns liebt in all dem Schlamassel, in dem wir manchmal stecken und wo wir dann selbst von uns sagen, oh, Herr, kennst du mich überhaupt noch? Hast du mich noch lieb? Und das ist, ich meine, das ist auch eine Lüge des Satans, dass er uns immer und immer wieder glaubhaft machen will, jetzt hast du es dir verscherzt. Die andere Tragik der Geschichte ist, dass wir oft so beschäftigt sind als Volk Gottes und entweder schlimmstenfalls gar nicht gelernt haben, in die Ruhe und die friedenvolle Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, oder dass, wenn wir es schon mal gelernt haben, wir es durch unser ganzes Beschäftigtsein wieder verlernt haben. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir hineinblicken ins Wort und dass wir uns besinnen, dass wir uns darauf zurückbesinnen, was Jesus tat und warum er tat, was sein Motiv war. Und das wollen wir so ein bisschen tun. Kurzer Rückblick, Jesus sagte, oder wir haben uns dieses Buch angeschaut, das sehr poetisch geschrieben ist, das Hohelied, und wir haben von Salomo und Sulamit gelesen und Salomo verkörpert hier Jesus Christus als Schattenbild sozusagen und die Sulamit seine Braut, seine Geliebte, seine Freundin, my darling hatten wir letztes Mal gehört, mein Schatz, das sind wir als Gemeinde des Herrn, als die Geliebten des Herrn, als die Braut des Herrn. Und er hat dann im Kapitel 4, Vers 7 gesagt, ganz schön bist du meine Freundin und kein Makel ist an dir. Und alleine dieser Vers, wie viel Schwierigkeiten haben wir, das anzunehmen. Kein Makel ist an mir, aber Herr, sag, Herr, kennst du nicht, meine Wohnung kennst du doch. Ich habe sehr viele Spiegel in meiner Wohnung. Und wenn ich dort hineinblicke, dann sehe ich sehr viele Makel an mir. Aber wir müssen es sehen, wie der Herr uns sieht im Lichte dessen, was er auf Golgatha vollbracht hat. Und das vergessen wir immer sehr. Er sagt, ganz schön bist du, meine Freundin. Im Englischen war das my darling. Ganz schön bist du, mein Liebling. Und kein Makel ist an dir. Wir haben erkennen können und sehen können, wie wichtig die innige und vertraute Gemeinschaft mit unserem Herrn ist. Das war dann im Vers 8, Kapitel 4, Vers 8. Wir haben gesehen, wie begehrenswert wir in Gottes Augen sind. Durch das wiederum, was auf Golgatha geschah. Wir haben vom Halsschmuck gelesen und von der Anmut der Braut und wie sie auf ihren Bräutigam wirkt, wie die Gemeinde Gottes auf ihren Herrn, auf ihren Bräutigam wirkt. Und wir haben gesehen, wir sind begehrenswert in den Augen des Herrn. Er liebt uns mit inniger Liebe und der Schmuck, mit dem wir gekleidet sind, das verkörpert hier, was wir gelesen haben, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, du hast mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Hals. Wir haben herausgestellt, dass der Schmuck, den wir als Gemeinde haben, den wir als Kinder Gottes haben, ist die Gerechtigkeit des Herrn, in die wir gekleidet wurden. Wir sind nun nicht mehr
Diejenigen, die versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem wir dem Herrn vortragen, Herr, aber siehst du nicht, tolle Dienste, tolle Werke, Denominationen und hier und das und jenes, das haben wir alles gemacht, alles auf die Beine gestellt. Oh, dafür kannst du uns auch lieben. Nein, wir sind schön und begehrenswert in den Augen unseres Gottes, weil er uns gekleidet hat in die Gerechtigkeit Jesu Christi, weil er uns abgewaschen hat, weil er alle Schuld von uns genommen hat. Das, was uns von ihm getrennt hat, hat er hinfortgenommen durch Jesus Christus und hat uns nun gekleidet in Gerechtigkeit. Auch ein Bildnis dessen, was Paulus spricht im 5. Kapitel an die Epheser, wo er sagt, dass der Herr dabei ist, eine Brautgemeinde zu bereiten, ohne was? Ohne Flecken und Runzeln. Und hinein in die Offenbarung lesen wir dann davon, von einer Braut, die sich geschmückt hat, in weiße Leinwand gekleidet. Das sind alles so Bildnisse auf die Gerechtigkeit unseres Herrn, in die wir gekleidet sind. Aber was wir nochmal, und das möchte ich jetzt immer wieder auch auf den Punkt bringen, wenn wir jetzt in das Hohelied hineingehen, was wir dort anschauen, immer wieder im Hinterkopf behalten, es geht um dich persönlich. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du dem Herrn gehörst, wenn du errettet bist, dann ist dieser Dialog zwischen Salomo und Sulamit ein Dialog zwischen dir und dem Herrn, wie er dich sieht. Das musst du immer wieder ergreifen. Das fällt uns schwer. Und auch wir Männer, wir haben mit der femininen Ausdrucksweise dann dort vielleicht Probleme. Aber ja, wir sind die Braut des Herrn. Wir Männer, wir sind die Braut des Herrn. Wir sind die geliebte Braut des Herrn. Und lass uns das einfach so erkennen. Es ist immer wieder ein Dialog zwischen Salomo und Sulamit. Und für uns im übertragenen Sinne ein Schattenbild auf Christus und seine Brautgemeinde. Amen. Okay, dann gehen wir weiter. Hohelied, Kapitel 4. Vers 12 sind wir heute. Vers 12. Ich möchte noch einmal beten. Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort, Vater. Und ja, ich möchte dich bitten, Vater, für uns alle, dass du uns jetzt offene Herzen schenkst, Vater. Du hast unsere Herzen schon im Lobpreis geöffnet, weiter. Vater, mach den Raum in unseren Herzen weit, Vater. Und schenk uns die Salbung, die uns heute alles lehrt, Vater. Bewahre mich davor, dass ich die Grenzen, die mir gesteckt sind, nicht überschreite und hilf uns allen zu hören, wie wir hören sollen, Vater. Dass wir ergreifen, was du für uns hast, Vater. Dass wir deine Liebe erkennen, Vater. Sprich du zu uns, Vater. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Vers 12 wollen wir uns anschauen. Ein verschlossener Garten. Es kann etwas abweichen mit der Übersetzung, die wir dann dort haben. Ich lese hier aus der Elbefelder und ich glaube, das ist auch eine Elbefelder, bloß etwas älter. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle, sagt er hier im Vers 12. Und hier sehen wir ein Bild, von dem ich überzeugt bin, dass es in zwei Richtungen geht. Es geht in zwei Richtungen. Einmal, die erste Richtung ist, es geht an uns persönlich, an dich und an mich. An uns persönlich und es hat etwas zu tun mit unserer Beziehung, mit unseren Beziehungen, die wir auch so zu Menschen führen und mit unserem Lebenswandel. Und die zweite Richtung, in die dieses Bild geht, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Die zweite Richtung ist gleichermaßen bedeutsam und ist ganz verbunden mit der ersten Richtung, ist an uns als Brautgemeinde. Also es geht an uns persönlich, aber es geht auch an die Gemeinde selber. Aber wir wollen das betrachten, an uns persönlich. Was hat das mit mir persönlich zu tun, wenn der Herr sagt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Ich denke, es ist ein Aufruf und gerade in unserer Zeit, in der wir heute angelangt sind, ist es ein Aufruf zur Keuschheit und auch zur Enthaltsamkeit. Davon bin ich fest überzeugt. Wir sind in Zeiten angelangt, in der die Dinge, die ich jetzt sage, einfach, ja, da hält man mich dann auch unter Christen für einen Urzeit-, Steinzeit-Dinosaurier, irgendwo ach, vom Mittelalter her, wenn man von Keuschheit und von Reinheit redet. Aber ich denke, es ist wirklich so. Wir haben in unserem christlichen Wandel einfach die Situation vor uns stehen, dass wir in einer Welt sind, die völlig konträr, völlig entgegengesetzt diesen Dingen lebt. Und wir sind in einer Welt angelangt, ich meine, Sünden wie Homosexualität werden gesellschaftsfähig gemacht und werden unter den Deckmantel sozusagen, das wird dann alles gekleidet in ein anderes Vokabular, zum Beispiel die Homo-Ehe, das wird dann alles gesellschaftsfähig gemacht. Aber was wir erkennen müssen, ist einfach, dass Gott, er hat uns einen Rahmen gegeben, wie wir unser Leben sollen.
Und zum Beispiel im Bildnis der Ehe hat er den Rahmen gesteckt und hat er die Voraussetzungen gegeben, hat alles sozusagen in einen vernünftigen Rahmen gegeben, hat er alles gegeben, wie die Ehe auszusehen hat. Und wir in unserer heutigen Zeit, wir sehen das manchmal gar nicht mehr so. Ich meine, wenn wir jetzt einfach mal 50 Jahre, 60 Jahre zurückgehen, ich meine, da war sogar das, was wir als wilde Ehe vielleicht in unserer Zeit kennen, wenn Menschen einfach so zusammengelebt haben, die aber nicht verheiratet waren, aber sie haben alle Dinge getan, die eigentlich nur Verheirateten vorbehalten sind. Das war vor 50, 60 Jahren war das was Schlimmes. Heute ist das gang und gäbe. Heute findest du auf jedem ganz normalen offiziellen Papier, das du am Amt irgendwo holst, findest du eingetragene Lebensgemeinschaft, dies und das. Das ist noch nicht mal so, dass es die Voraussetzung ist, wenn zwei Menschen zusammen sind, dass sie wirklich in der Ehe sind, in dem Bund der Ehe. Nein, das ist alles gesellschaftsfähig geworden. Aber der Herr ruft uns auf. Er sagt, du bist ein verschlossener Garten, du bist ein versiegelter Born, eine versiegelte Quelle bist du. Und ich denke, es ist ein Aufruf auch, und diesen Aufruf möchte ich einfach auftätigen, an die jungen Schwestern in der Gemeinde, an die jungen Frauen in der Gemeinde, auch an die jungen Männer und die jungen Brüder in der Gemeinde. Bewahrt euch auf in dieser Zeit. Lasst uns nicht dem Rezeptbuch des Satans folgen. Lasst uns nicht dem Rezeptbuch unserer Gesellschaft folgen, sondern lasst uns darauf achten, dass wir uns aufbewahren. Der Herr wird für dich, wenn du an die Zeit kommst und die Ehe ist etwas für dich, dann wird der Herr dir das ganz klar zeigen. Der Herr wird dir das ganz klar geben. Aber leider sieht es im Volk Gottes oft ganz anders aus. Ich meine, ich habe selbst mit Christen gesprochen, die das ganz anders gehalten haben. Und ich habe sie darauf hingewiesen, das Wort Gottes sagt, flieht doch der Unzucht. Wie geht denn das? Wie können wir das denn dann tun? Und dann wurde mir dann gesagt von Christen selber, ja, ach und so. Und das wurde dann alles entschuldigt. Und das ist ja noch keine Unzucht und dies und das und jenes. Ihr Lieben, Gott sagt etwas anderes darüber. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich als Volk Gottes einen anderen Wandel leben, als das, was dort draußen die Welt lebt. Amen. Also Gott zeigt uns, wie wir leben sollen. Und er sagt und er ruft uns auf, auch ein heiliges Leben zu führen. Wenn wir das Bild der Ehe einfach anschauen, müssen wir auch das verstehen, dass, und das ist ja auch immer wieder ein Bild, das uns Salomo und Sulamit geben, dass die Ehe etwas ist, was von Gott gegeben, von Gott initiiert ist, von Gott gegründet ist. Und ich habe schon mal gesagt, Gott gibt den Rahmen dafür. Aber die Ehe ist auch ein Schattenbild, auch wieder hindeutend auf Christus und die Beziehung zu seiner Braut, zu seiner Gemeinde. Und das müssen wir verstehen, dass wenn wir unser Leben leben, wir sind immer wieder ein Spiegelbild, das reflektiert das Leben mit Christus. Die Ehe ist da etwas ganz, ganz Spezielles. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist etwas ganz Spezielles, weil sie in einer von Gott abgefallenen Welt etwas hochhält, nämlich einen Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und auch in der Ehe ist es ein Bund, ein Bündnis, das Mann und Frau miteinander schließen. Und es deutet hin auf Christus. Paulus hat gesagt, im Epheser können wir vielleicht hingehen, Epheser 5, 31, 32, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden, durch den Bund der Ehe dann, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und was sagt er dann im nächsten Vers? Er sagt, dieses Geheimnis, es ist ein Geheimnis, es ist groß. Es ist nicht nur ein Geheimnis, das irgendwie so ein kleines, zu verachtendes Geheimnis ist, das sowieso niemanden interessiert. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß. Und was sagt er dann? Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Spiegelbild zwischen dem Verhältnis des Herrn Jesus Christus und der Gemeinde. Wusstest du das? Wusstest du das? Wenn du heute hier sitzt und du bist verheiratet, wusstest du das, dass dein Leben aktiv, ein aktives Spiegelbild des Verhältnisses zwischen Christus und der Gemeinde ist? Ich finde das total gewaltig. Ich meine, wir haben manchmal so eine Schwierigkeiten damit, dass wir denken, ja, wie kann ich denn wirksam sein in dieser Welt? Wie kann ich denn ein gutes Zeugnis abgeben? Wisst ihr was, wie ich ein gutes Zeugnis abgeben kann? Wenn ich meine Frau lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist ein Zeugnis. Das ist manchmal mehr als das, was unsere Lippen oder was anderes alles ausdrücken kann. Wenn ich meine Frau lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Wenn ich mit meiner Frau eine Ehe widerspiegeln kann, die Christus widerspiegelt, in der Christus offenbar wird. Ich weiß, dass wir alle da irgendwo natürlich stolpern und fehlen, aber der Herr wird uns helfen, wenn wir das nur begehren. Amen. Unsere Schönheit, sie kommt von Christus, hatten wir eben schon mal gehört aus dem
anderen Vers, der in dem anderen Teil war, unsere Schönheit kommt von Christus. Und ich denke, er sollte auch unser Verlangen und unser Begehren sein. Und gerade auch an die junge Generation, er sollte unser Verlangen und unser Begehren sein, dass wir wirklich darauf achten, ein Leben authentisch zu führen, das ihn ehrt. Das ihn ehrt. Amen. Amen. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Das ist die eine Richtung, die man so sehen kann. In die andere Richtung geht es an uns als Brautgemeinde. An uns als Brautgemeinde, dass wir nicht weichen von unserem Eheherrn, unserem Gott. Das ist auch ein so wichtiges Thema. Wie oft lesen wir im Alten Testament von dem Volk Gottes, das sich wie eine Hure verkauft hat an die Nation, an andere Götter. Immer und immer wieder lesen wir das. Jeremia 3, 6 bis 8 sagt, und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Israel ist normalerweise das Volk Gottes in diesem Kontext, in dem Ehebund mit seinem Eheherrn. Und der Herr nennt es hier nun Abtrünnige. Seht ihr, hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg, unter jeden grünen Baum und hurte dort. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah es. Und sie sah es auch, dass ich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe, das ist hier jetzt geistlich gesehen, aber der Herr nennt hier die Beziehung zu seinem Volk, nennt er Ehe. Daran können wir schon wieder sehen, was die Ehe überhaupt verkörpert. Eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen hat, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Gemeinde Gottes, lasst uns da, wenn wir dieses jetzt auch hören, wir sind ein verschlossener Garten, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Wir sind das Volk Gottes. Wir gehören unserem Gott. Und das sollten wir wirklich auch bestreben, wirklich in unserem Herzen haben, dass wir ein auserwähltes Volk, ein heiliges Volk sind. Und jetzt mögen wir vielleicht meinen, ja, aber schau mal, Sven, der ganze Götzendienst, wie er dort früher war, das haben wir hier doch gar nicht mehr so. Ich meine, wo haben wir hier Höhen? Und wo haben wir hier Hügel, auf denen geräuchert werden und Opfer dargebracht werden? Ihr Lieben, wisst ihr, was für ein Opfer oder was für ein Tempel Facebook ist? Wisst ihr, was für ein Tempel YouTube und Co. und das Internet und all diese Dinge sind und alle möglichen Dinge, in die sich das Volk Gottes mit allem Elan hineinstürzt und dabei fast versinkt? Und in unserer Zeit übrigens haben wir mehr, andere Religionen neben uns als damals, glaube ich. Ich meine, alleine was hier, was um uns herum, welch eine Präsenz andere Religionen haben und welch eine Gesellschaftsfähigkeit andere Religionen haben, dass selbst hohe Politiker sagen, die und die Religion gehört zu unserem Land. Ich meine, wir müssen es mal dort auch in diesem Kontext sehen. Wir als Volk Gottes, wir sind dazu aufgerufen, uns immer wieder abzusondern. Uns immer wieder aktiv abzusondern. Das hat nichts damit zu tun, ihr Lieben, dass wir als Volk Gottes unsere Fäuste ballen und mit jedem und allem in Krieg sind. Absolut gar nicht. Wir brauchen nicht mit jedem in Krieg sein, sondern wir können mit vielen befreundet sein. Ich habe so viele Freunde, die aus dem muslimischen Glauben kommen, aber ich kann auch in den Dialog mit ihnen kann ich ganz einfach meinen Glauben leben und kann ihnen immer wieder meinen Standpunkt vermitteln. Wie gesagt, das letzte Mal kam einer auf mich zu und fragte mich, ja, so und so, und es sind ja hier einige Gemeinden, leider, in Bremerhaven, die diese interreligiösen Dialoge führen, die sich dann zusammen mit Imamen und so irgendwo in der Moschee hinsetzen und dann gemeinsame Gottesdienste feiern. Und er fragte mich dann, Sven, ich habe dich da noch nie gesehen. Bist du nicht mal irgendwann, seid ihr nicht mal mit eurer Gemeinde da dabei? Ich sage, nein. Ich sage, wir haben gar keine Basis, wir haben gar keine Grundlage. Wir haben überhaupt keine Basis, wo wir einen interreligiösen Dialog, wo wir etwas finden können, wo wir Gemeinsamkeiten in unserem Glauben haben. Doch, wir haben doch denselben Gott. Ich sage, nein, haben wir nicht. So, ich brauche nicht Feind, ich bin immer noch Freund mit ihm.
Ich brauche nicht Feind sein, aber ich kann meinen Glauben bekunden und vertreten und kann wirklich als abgesondert mich dorthin stellen, kann sagen, nein, wir haben dort keine Grundlage. Und das Gespräch ging dann, also bei uns auf der Arbeit haben wir dann eine 45 Minuten Pause, ging über die ganze Pause dann und das Ende von dem Gespräch, wie es dann ausging, war, ja, ich möchte ganz gerne mal mit einem unserer Gelehrten bei dir vorbeikommen. Wir müssen da ein bisschen, ich möchte mich mal ein bisschen mehr mit dir unterhalten. Und dann ist er so von mir weggegangen und hat gesagt, ich muss auch noch ein bisschen in der Bibel lesen, weil ich habe da ein paar Fragen. So. Also was ich damit sagen will, ist einfach, wir sind dazu aufgerufen als Volk Gottes, wir sind ein versiegelter Born, ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle. Petrus hat gesagt im ersten Kapitel, seid heilig, denn ich bin heilig, spricht Gott. Er hat das zitiert. Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, abgesondert. Und Petrus fasst das dann im zweiten Kapitel auf und legt es noch weiter aus, was das überhaupt bedeutet. Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, zur Seite gestellt von unserem Gott. Ein heiliges, ein auserwähltes, ein königliches Priestertum. Eine heilige Nation, eine abgesonderte, eine herausgenommen aus den Nationen sind wir eine Nation, die abgesondert und herausgenommen ist. Das sind wir für unseren Gott. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, sagt er, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wie kann das gehen, wenn wir selbst immer noch in der Finsternis wandeln? Es geht gar nicht. Aber wenn wir errettet sind, wenn wir herausgerufen sind, wenn wir realisieren, welchen Stand wir in Gott haben, oh ihr Lieben, dann wird es leicht, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns herausgeholt hat. Amen. 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 Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born. Die Verse 13 bis 15. Wie gesagt, auch wie letztes Mal im ersten Teil möchte ich so ein bisschen auslegend, Vers für Vers, dass wir uns das so ein bisschen anschauen. Die Verse 13 bis 15. Was dir entsprost, sagt hier das Wort, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hannasträuchen mit Narben. 14. Nade und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchen. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Was ist das für ein Bild? Das ist ein Bild, von dem Jesus viel gesprochen hat. Und das ist ein Bild vom Früchtetragen. Ein Bild von einer Christenheit, die fruchtbar ist. Amen. Jesus sagte einmal, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, er wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und noch einmal, wie ich auch schon im ersten Teil gesagt habe, ihr Lieben, dieses Früchtebringen hat nichts mit unseren eigenen Anstrengungen, mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unseren eigenen Leistungen, mit unseren eigenen Werken, mit unseren Konzepten und unseren Ideen, mit unserer Kraft und mit unserer Stärke zu tun. Es hat nichts damit zu tun. Haben wir hier einige unter uns, die eigene Gärten haben, Apfelbaum? Oder lass mich so sagen, wenn du auch keinen eigenen Apfelbaum hast, aber wenn du schon mal einen Apfelbaum gesehen hast, bist du mal nah herangegangen? Hast du mal gehört, ob der sich ganz doll anstrengt, Frucht hervorzubringen? Oder wie oft siehst du die Apfelbäume in ihren Fitnessstudios? Wie oft siehst du sie dabei, dass sie ihre Kraftübungen vollbringen, die Apfelbäume, um ihre Frucht hervorzupressen? Also ich habe sie noch nicht im Fitnessstudio gesehen. Ich hätte mich dann auch sehr gewundert. Aber was ich damit sagen will, ist, sie bringen ihre Frucht hervor, weil sie verwurzelt sind und sie sind angeschlossen am Lebenssaft. Und der Saft fließt durch ihre Wurzeln und sie sprossen und bringen Frucht. Und das ist ein Bildnis, was uns Jesus gegeben hat. Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr was? Viel Frucht bringen, sagt er. Er sagt, ihr werdet viel Frucht bringen, nicht mal wenig Frucht. Er sagt, ihr werdet viel Frucht bringen. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Und somit sehen wir, das, was uns hier dieser Vers sagt, 13 bis 15, wir sind ein Garten des Herrn und allerlei Gewürze und Gewächs wächst aus uns heraus. Das ist ein wunderschönes Bild dafür, dass wir als Gemeinde eine fruchtbare Gemeinde sind, wenn wir nur am Herrn bleiben. Und ihr Lieben, die Zeiten, in denen wir sind, haben ihre Zeichen auf Sturm gestellt, dass der Satan alles versuchen wird, um uns davon abzuhalten.
Oh, 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 was ist das Volk Gottes beschäftigt? Was sind sie dabei, nicht ihre Denomination zu pflegen? Was sind sie dabei, nicht ihre tollen Werke hervorzubringen? Was sind sie dabei, ihre Dienste und wie es alles heißt und alles in christliches Vokabular schön verpackt ist? Wie sind sie dabei, ganz beschäftigt zu sein? Und es scheint gerade so, als wenn sie versuchen, Herr, Herr, hier bin ich, liebst du mich, Herr, siehst du nicht, was ich alles vollbringe? Aber der Herr ruft uns, komm zu mir. Ich habe dich erlöst, damit du Gemeinschaft mit mir hast. Verweile bei mir. Bleibe bei mir. Wie viele Christen gibt es heutzutage, die völlig ausgebrannt sind? Ausgebrannt. Wir sind dazu berufen, in die Ruhe Gottes zu kommen, ihr Lieben. Wir sind dazu berufen, hineinzukommen in die Ruhe Gottes. Und in Verbindung mit ihm wird Frucht gar nicht mehr aufzuhalten sein. Das ist was völlig anderes als dieses Bild vom abgehetzten Christen, der nur noch auf den Knien rutscht, nicht zum Gebet, sondern weil er einfach gar nicht mehr anders kann, weil er gar nicht mehr vorankommt, weil ihn seine Werke so sehr erdrücken. Wollen wir nicht wieder lernen, in die Ruhe Gottes zu kommen, um abzuschalten bei ihm? Einfach mal abzuschalten bei dem Herrn und uns neu füllen zu lassen, angeschlossen zu sein an der Quelle. Amen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel, viel Frucht bringen. 16, Vers 16. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Das ist jetzt hier die Sulamit, also die Braut, die Gemeinde. Und was hat die Gemeinde, was verkörpert hier die Sulamit? Sie verkörpert ein starkes Verlangen danach, dass der Herr kommt. Haben wir das auf dem Zettel? Haben wir das auf dem Zettel? Sind wir eine Gemeinde, die zusammen im Einklang mit dem Herrn ruft, mit dem Heiligen Geist ruft, ja, Herr, komme, komme bald? Oder haben wir alles andere auf dem Zettel? Der Herr kommt bald. Der Herr steht kurz vor der Tür. Er kommt bald, ihr Lieben. Und das Verlangen der Braut ist ein starkes Verlangen danach, dem Bräutigam zu gefallen, dass wenn er kommt, er sich freut über uns. Amen. Ich möchte dem Herrn gefallen. Und seht, was Sulamit sagt. Wach auf, Nordwind, komm, Südwind. Lass duften meinen Garten. Mein Bräutigam soll sich erfreuen an den köstlichen Gewächsen, an den köstlichen Früchten. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse. Halleluja. Die Braut hat ein inniges Verlangen, dass der Bräutigam sie heimsucht, dass der Bräutigam kommt. Auch wieder hier, so oft spreche ich manchmal mit Christen und die finden das dann so ein bisschen verstörend, wenn ich dann manchmal sage, oh, lieber jetzt als gleich. Oh, wenn der Herr jetzt kommen würde. Ja, Halleluja. Ja, aber willst du nicht erstmal noch deine Enkelkinder sehen? Vielleicht wie die aufwachsen? Ich sage, nein, der Herr soll kommen. Halleluja, ich kann es kaum abwarten. Mensch, schön wird dieser Tag sein, herrlich wird dieser Tag sein, glorreich wird dieser Tag sein, wenn der Erzengel die Posaune erschallt und alles krachen. Ich meine, wir waren gestern am Deich gewesen, gestern bei der Sail, dort war dieses Feuerwerk und ich stand dort und ich habe gedacht, Mensch, die lautesten Raketen, die dort geknallt sind, sind nichts im Vergleich zu dem, wenn unser Herr durch die Wolken bricht. Und es war schon schön, es war schön anzusehen, aber es ist nichts, es verblasst zu dem, wenn Jesus durch die Wolken bricht. Ihr Lieben, wenn dieser Herr durch die Wolken bricht, dann sagt das Wort, dann werden wir ihm entrückt werden. Die Toten werden zuerst aus den Gräbern und dann werden sie auf uns warten, denn es steht geschrieben, wir werden zusammen mit ihnen dem Herrn entgegen in die Luft. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Ich glaube das. Ich meine, das ist die Substanz unseres Glaubens. Der Herr kommt. Der Herr kommt. Der Herr kommt. Und schade, ich traue um die zum Volk Gottes gehören und das überhaupt gar nicht. Die haben das gar nicht auf dem Schirm. Die haben so viel anderes. Ja, aber warte mal, die Zahlen unserer Gemeinde, unser Checkbook, das muss ja, irgendwie muss das alles gedeckt sein. Unser Konto ist jetzt nicht so gedeckt. Und was machen wir? Und die neuesten Mitgliederzahlen haben ergeben, dass wir gar nicht so in dem Gemeinderanking hier in dem Umland sind. Und Bremen hat ja ganz viel mehr und Oldenburg. Und wir stehen ja irgendwie ganz schlecht hier in Bremerhaven. Hier will ja gar keiner hin. Und die Arbeitslosigkeit ist hier so gut. Hey, Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Er sorgt für seine Gemeinde. Wir wollen nur darauf bedacht sein, ihm zu gefallen. Amen. Oh, mein Geliebter, komme in seinen Garten. Und er esse seine köstlichen Früchte. Halleluja. Und man könnte jetzt hier sagen, ich meine, wir reden hier von Sulamit, einer Magd sozusagen.
die aber die auserwählte Braut des Herrn ist, also des Salomo. Und wir lesen von Salomo, einem König, wie er unter den Königen nicht zu finden war. Ich meine, von Salomo lesen wir, er war prachtvoll gekleidet. Er hatte eine Weisheit, die ging über die Landesgrenzen hinaus, dass Könige und Königreiche zu ihm kamen, um seine Herrlichkeit und um seine Gegenwart, um seine Weisheit zu schauen einfach. Und jetzt könnte man sagen, ach Sulamit, sag mal, bist du größenwahnsinnig geworden? Was will denn der König wohl mit deinem Garten? Weißt du nicht, dass der König 10.000 Gärten mit 100.000 Bediensteten hat? Was will er von deinem kleinen Garten? Übertragen jetzt mal auf die Gemeinde so, was denkst du von mir? Was denkst du von dir? Hat der Herr etwa Gefallen an dir? Ich meine, der Herr hat seine Spurgeons. Hey, der Herr hat seine Tories und seine Dietrich Bonhoeffer und seine Willem Busches. Und er hat all seine großen Helden. Wer bist du? Nein, ihr Lieben, das kommt aus der Hölle. Du bist wertvoll in den Augen des Herrn. Du wirst niemals ein Spurgeon sein. Spurgeon hat seine Berechtigung, ja. Und Spurgeon hat sein Umfeld und seinen Wirkungskreis gehabt. Aber du bist dem Herrn so teuer, dass er gesagt hat, ich gehe ans Kreuz und lasse mein Leben dort für dich. Hör auf, dich zu vergleichen mit den Bonhoeffers. Hör auf, dich zu vergleichen mit den Spurgeons und Tories und wie sie, den John Bunyans und wie sie alle heißen. Haben alle tolle Dinge getan, tolle Bücher geschrieben, tolle Dienste gehabt, tolle Predigten gepredigt. Aber du bist dem Herrn wichtig. Du bist dem Herrn wichtig. Und er hat ein Verlangen danach, in deinen Garten zu kommen, deine Frucht zu genießen und mit dir zusammen zu sein. Und ja, er freut sich an Spurgeon, aber auch an dir. Du bist nicht zu klein im Reich Gottes. Kannst du das glauben? Lass uns das Rezeptbuch des Satans endlich beiseite schieben und nicht mehr nach dem laufen, wie es uns diese Welt diktiert. Dass wir mit unseren tollen Fähigkeiten und unseren tollen Werken uns Anerkennung bei Gott verdienen. Wir sind dann näher an einer Religion aus Werken als am Glauben. Lass uns dieses Rezeptbuch des Satans wegschieben. Und lass uns glauben, was er sagt. Und wenn er sagt, du bist so begehrenswert, du bist so schön. Ich habe mein Leben gelassen, dort am Holz. Um dich zu gewinnen, dich, dann würde ich das annehmen. Amen. Kapitel 5, Vers 1. Ich komme in meinen Garten. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Habt ihr was realisiert? Er kommt nicht nur in ihren Garten, sondern er empfängt auch, was sie für ihn hat. Noch einmal, es ist ihm nicht zu gering. Es ist ihm nicht zu gering. Petrus sagte, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Wir hatten das letzte Mal schon rausgestellt, in dem Vers, den wir uns betrachtet haben. Du hast mir mein Herz geraubt, meine Schwester. Du hast mir mein Herz geraubt. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Kannst du das glauben? Kannst du das fassen? Du bist dem Herrn so wertvoll. Wenn du ihm gehörst, wenn du Christus gehörst, wenn du Anteil an der Gnade hast, die auf Golgatha offenbart wurde, wenn du durch Glauben zu ihm gekommen bist und ihm folgst, wenn du sein bist. Oh, du bist wunderbar, du bist wertvoll in seinen Augen und ein Blick von dir gen Himmel raubt dem Herrn das Herz. Das sagt nicht ich, das steht in diesem Buch. Das steht in diesem Buch, das Jahrtausende überdauert hat und nicht mehr zu ändern ist. In diesem Buch hat er es gesagt. Halleluja. Vers 2, 5, 2. Sulamit ist hier und sie sagt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft, öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Kopf ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Das ist hier ein Dialog. Sulamit fängt jetzt an und sie sagt, sie schlief. Aber ihr Herz war wach. Wie oft geht es uns so? Wie oft geht es uns so? Wir sind ja des Fleisches müde, aber der Geist ist am Wühlen. Wir haben ein Verlangen. Sie schlief auf ihrem Lager. Aber ihr Herz war wach, ihr Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, sagt er, meine Freundin, öffne mir die Tür. Ihr Lieben, dies ist der Ruf des Heilands. Dies ist der Ruf des Heilands, der täglich an uns ergeht. Amen. In der Offenbarung 3,20 lesen wir, sehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus.
Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mir auftut, sagt er. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ihr Lieben, das ist kein Bild für die zweite Wiederkunft des Herrn, von der wir eben gesprochen haben, wo der Erzengel die Posaune erschallen lässt und der Herr wird durch die Wolken brechen. Dieses hier ist ein Bild für das tägliche Kommen des Herrn, das tägliche Heimsuchen des Herrn Jesus, seiner Braut. Habt ihr das? Wissen wir das, dass Gott ein tägliches Verlangen, er täglich Verlangen danach, dich und mich zu sehen. Er will Gemeinschaft mit uns. Er will Gemeinschaft mit uns und er will uns sehen. Den ganzen Tag bezeugt die ganze Schöpfung. Ich meine, hat Paulus nicht gesagt im Brief an die Römer, dass alles, was in der Schöpfung ist, alles, es ist dazu gemacht, damit wir Gott sehen, damit wir Gott erkennen. Und an anderer Stelle sagt Paulus, alles ist euer. Alles ist euer. Sei es Paulus, Apollos, sei es Kephas, sei es Leben, sei es Tod, sei es Gegenwärtiges, Zukünftiges. Paulus sagt, alles ist unser. Alles da draußen ist unser. Und alles dient dazu und alles ruft, Jesus kommt, Jesus kommt, Jesus kommt. Ich meine, jeder Sonnenuntergang, den du genießt, Jesus kommt. Er bezeugt die Schönheit des Königs. Jeder Sternenhimmel, in den du blickst, Jesus kommt. Gestern das Feuerwerk war von Menschen gemacht. Jesus kommt. Überall, wo du nur einen Funken Schönheit siehst, Jesus kommt. Jesus kommt. Und wisst ihr was? Täglich klopft er an die Tür. Täglich versucht er durch den Dschungel von Facebook und unseren Handys und unseren Beschäftigtsein durchzukommen. Er sagt, hörst du mich? Ich klopfe an. Tu mir auf. Ich will Gemeinschaft mit dir. Komm, meine Braut. Komm, wir sondern uns ab. Komm in meine Arme. Komm in meine Gegenwart. Komm, lass uns absondern. Hinein in die Königskammer, wo seine Liebe uns umfängt. Sein täglicher Ruf, ihr Lieben. Sein täglicher Ruf. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Öffne mir. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, meine Freundin. Hohes Lied, Kapitel 5, Vers 3. Hier ist ein Wandel jetzt geschehen. Wir sind immer so auf der Höhe dessen, was so dieses Verliebtsein bedeutet und dann wieder eine Mahnung oder eine Ermahnung, wo wir dann immer wieder auch gerüttelt werden, dass wir vorsichtig sein sollen. Ihr Lieben, wisst ihr was? Liebe ist kostbar. Man kann sie auch verspielen, man kann sie auch verlieren. Hier bei uns, mit unseren Beziehungen zu uns Menschen. Aber die Liebe Gottes, du und ich, wir können nichts tun, dass sie geringer wird. Er liebt uns. Er liebt uns. Und dennoch sollten wir vorsichtig sein, dass wir nicht mit Gnade spielen. Der nächste Vers sagt, von Sulamit, sie spricht durch die verschlossene Tür. Der Bräutigam hat gerade angeklopft und durch die verschlossene Tür spricht sie, ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen. Wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Dort im Orient war es so, dort haben sie meistens Sandalen getragen oder ganz loses Schuhwerk, nicht so wie wir das heute kennen. Deutsche und Gabbana-Stiefel oder wie es alles heißt, diese ganzen Mode-Accessoires, schöne, feste, hohe Stiefel, wo kein Dreck reinkommt. Nein, damals waren die Füße echt beschmuddelt und besudelt mit Staub. Und wenn man zu Bett gegangen ist, hat man gut daran getan, seine Füße zu waschen, wenn man das Bett sauber halten wollte. Und das ist das Bildnis, das uns hier einfach das Wort Gottes gibt. Sulamit hat sich hingelegt und sie hat ihren Leibrock ausgezogen und sie hat ihre Füße gewaschen. Und wie sollte sie jetzt das Bett verlassen und zu der Tür kommen? Ihr Lieben, wisst ihr was? Das ist die größte Kränkung, die einem überhaupt geschehen kann. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn ich bei mir von der Arbeit komme und ich klingel an der Tür und mir macht Rebecca nicht auf und ich weiß, sie ist nicht da. Aber wenn ich klingeln würde und ich wüsste, sie ist zu Hause, aber macht mir nicht auf, weil sie mir nicht aufmachen will, ich glaube, dann würde es mir sehr schlecht gehen. Und seht, das ist ein Bild, das ist eine Warnung an uns, Volk Gottes. Das ist eine Warnung an dich und an mich. Können wir uns daran zurückerinnern, wo unser Herz so gebrannt hat, als wir Jesus kennengelernt haben? Ich meine, unser Herz hat so in uns gehüpft, hat so in uns gebrannt. Wir sind durch die Straßen gegangen und förmlich jeden Menschen, den wir nur angeblickt haben, den wollten wir es ins Gesicht schreien, weißt du nicht, dass Jesus lebt? Kennst du Jesus nicht? Ich meine, also wir sind dann aus dem Reden doch gar nicht mehr herausgekommen. Überall, wo wir waren, unser Herz hat in uns gebrannt. Doch was ist geschehen mit der Zeit? Mit der Zeit sind wir gesetzter geworden.
Mit der Zeit sind wir vernünftiger geworden. Und so eine dummen Dinger tun wir doch nicht mehr, dass wir einfach rumrennen und Menschen von Jesus erzählen. Ich meine, wir haben jetzt auch ganz wichtige Dinge zu tun. Wir müssen uns vorbereiten für Dienste, wir müssen uns vorbereiten für Predigten, wir müssen uns vorbereiten und die Gemeinde und all die Sorge, die wir so haben und unseren Beruf und die Familie. Ah ja, Jesus, ach so, du hast geklopft. Jesus, weißt du nicht, siehst du nicht, wie müde ich bin, Jesus? Ihr Lieben, seit wann wurde Liebe zur Last? Wollen wir das nicht, wollen wir nicht zurückkommen zur ersten Liebe? Das ist eine Warnung auch an uns. Ich meine, wie oft erleben wir es? Heute ist Gebetsabend, also Mittwoch. Es ist Gebetsabend, 19 Uhr. 17 Uhr kommst du von der Arbeit. Herr, du kennst mich. Herr, du hast gesehen. Also, ich meine, wenn einer weiß, wie mein Arbeitstag heute war, dann du, Herr. Also, du wirst es doch wohl verstehen. Ich habe schon meine Schuhe hab ich schon ausgezogen, Herr. Ich habe mich schon auf die Couch gesetzt. Jetzt nochmal zum Gebetsabend, Herr. Ich meine, das sind alltägliche Situationen, in denen wir alle mal stehen, oder nicht? Aber Herr, ich bin müde. Ihr Lieben, er ist es wert. Ihr Lieben, soll ich euch mal was sagen? Meine Frau und ich, wir haben das so oft erlebt und viele von euch auch, das weiß ich ganz genau. Meine Frau ist jetzt in einer Zeit, in der sie großen, großen und schwierigen Prüfungen entgegensteht. Wir haben die Diagnose bekommen, dass sie eventuell Weichteilräume hat. Und manchmal ist ihr Leib so erfüllt mit Schmerzen, dass sie sich gar nicht mehr bewegen kann. Dass sie des Nachts Schmerzen hat, morgens mit Schmerzen aufsteht, den ganzen Tag Schmerzen hat. Und wir schon gar nicht mehr wissen, wie wir irgendwas handeln sollen, damit sie keine Schmerzen hat. Und dann sind Gebetsabende, zu denen wir manchmal sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, mir tut alles weh. Aber sie geht. Und dort an diesem Abend dann, wenn sie gegangen ist, kommt in wunderbarer Art und Weise der Herr. Und er berührt uns in einer Art und Weise, die ich hier gar nicht aussprechen kann. Ihr Lieben, wenn wir uns aufmachen, macht sich der Herr auf und er kommt uns entgegen. Und wenn wir auch 10-mal dabei unsere Füße besudeln mit Staub, es ist es wert, ihr Lieben. Es ist es wert. Und wisst ihr was, meine Frau, 1000-mal würde ich ihr bezeugen, sie hätte allen Grund zu Hause zu bleiben, aber sie geht. Und sie geht nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern sie geht, weil sie weiß, in seiner Gegenwart ist Hoffnung für mich, dass ich geheilt werde. Dort, wo das Volk Gottes zusammenkommt, wo die Kinder Gottes zusammenkommen, wo die Schrift erfüllt wird, wer krank ist unter euch, der rufe die Ältesten zu sich. Und sie tut es und wir beten über sie und es wird ihr Wohlergehen. Es hat was mit Glauben zu tun. Ja, und manchmal ist es ein Opfer der Anbetung, manchmal, aber nicht immer. Und wir hatten viele Gebetsabende, wo wir mit Wein reingegangen sind, nicht mit Wein als Getränk, sondern mit weinenden Augen reingegangen sind und mit jubelndem Herzen rausgegangen sind. Und wir uns gegenseitig auf den Boden wieder so, komm runter, hey, wir haben ein Auto, wir brauchen nicht nach Hause schweben. Das wollte ich nur, okay, ich bin schon wieder, ich schweife ab. Ihr seht das, ich schweife ab. In dem Sendschreiben an die Gemeinden, die Christus in der Offenbarung uns zuteil werden ließ, da sehen wir ein Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus und er sagt dort, ich kenne deine Werke, Gemeinde Gottes, ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren, du hast vieles ertragen, sagt er dort, um meines Namens willen und bist nicht müde geworden, Halleluja, aber ich habe eines gegen dich, sagt er, dass du deine erste Liebe verlassen hast, denke nun daran, wovon du gewichen bist, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Ihr Lieben, wollen wir uns wieder zurückrufen lassen zur ersten Liebe? Und das geht nur, wenn wir einen Blick dahin richten zum Kreuz. Wenn wir immer wieder uns darin baden, was der Herr für uns am Kreuz getan hat. Lass uns zurückkehren zu der ersten Liebe. Amen. Amen. Die Verse 4 bis 6 wollen wir zusammenhängend betrachten. Kapitel 5, 4 bis 6. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete nicht. Was ist hier passiert?
Vers 5 sagt, ich stand auf, meinem Geliebten zu öffnen. Vers 6 sagt dann auf einmal schon, ich öffnete, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt. Ihr Lieben, die Liebe Gottes sucht nach Antwort, sucht nach Erwiderung. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Diese Liebe, sie wartet darauf, erwidert zu werden. Und desto größer diese Liebe ist, desto schneller sollten wir antworten, oder nicht? Für meine Frau braucht es nicht viel, um mein Herz zu betrüben. Es muss nicht großer Ehebruch sein oder irgendwelche anderen Dinge. Aber wenn sie mich einfach ignorieren würde, das würde mir das Herz brechen. Wenn meine Frau mich ignorieren würde einfach, wenn ich Luft für sie wäre, das würde mir das Herz brechen. Paulus sagt was zu den Ephesern und er sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wie oft betrüben wir den Geist Gottes? Indem wir einfach ignorieren, was er sagt. Indem wir einfach beiseite schieben, was er tut. Indem wir einfach gar nicht Acht geben auf das, was Christus auch tat oder wozu er uns ruft. Indem wir einfach gleichgültig gegenüber dieser unendlichen offenbarten Liebe sind. Lass uns nicht mit dieser Gnade spielen, ihr Lieben. Ist auch ein Bild für den gnadenvollen Ruf zur Umkehr. Wie oft haben wir das? Fast jeden Gottesdienst stehen wir hier, Mike auch, das weiß ich, und wir rufen immer wieder, wenn du Christus nicht kennst, komm zu ihm. Lass dich retten. Immer und immer wieder. Aber wisst ihr was? Dieses ist ein Aufruf, der Gnade zu folgen. Und ich möchte jetzt keinem irgendwie Angst machen, aber es muss auch gesagt werden, weil es im Wort Gottes steht. Es gibt die Möglichkeit, dass irgendwann mal der Ruf zur Buße nicht mehr gehört werden kann, weil das Herz träge und schwer und verhärtet geworden ist, weil es schon so viele Bußrufe gehört hat und nicht reagiert hat. Von Esau wird gesagt, er hat die Gnade Gottes ausgeschlagen und er hat es getan, er hat das Erstgeburtsrecht ausgeschlagen, hat es von sich gestoßen für eine Suppe. Das ist ein Bildnis dessen, wie Menschen manchmal mit Gnade umgehen. Ach Herr, wir sind zwar geladene Gäste zur Hochzeitsfeier, aber ich habe da noch 2 Ochsen gekauft und die muss ich aufs Feld führen. Herr, weißt du nicht, ich habe gerade geheiratet und meine Hochzeitsgäste sind zu Hause. All die Gleichnisse hat Jesus benutzt, aber der Tisch ist gedeckt. Komm zu Jesus, zögere nicht. Ich will dir das heute auch zurufen, wenn du hier bist und du kennst Jesus Christus nicht. Zögere nicht, dieser Gnade zu folgen und komm zu Christus und lass dich erretten. Nicht, dass dein Herz auf einmal träge wird und du wie ein Esau keinen Raum mehr zur Buße findest. Von Esau wird gesagt, er hat unter Tränen hat er Buße gesucht, doch hat sie nicht mehr gefunden. Komm zu Christus, zögere nicht. Trau dich diesem Herrn einfach an, vertrau dich ihm an und er wird dich in seine Arme schließen und wird dich retten. Amen. Der Herr klopft an und er ruft uns zur Buße und wir tun gut daran, wenn wir umkehren. Auch wir als Volk Gottes, das Volk Gottes. Ihr Lieben, lass uns umkehren. Wenn wir in Sünde geraten sind und der Heilige Geist, er wird uns rütteln, er wird uns schütteln, er wird uns Bescheid geben. Denn dazu haben wir den Geist empfangen. Jesus hat selber gesagt, der Geist Gottes ist gegeben und er kommt in diese Welt, um zu überführen, um aufzuzeigen. Und es ist ein Geist der Buße, der ausgegossen wird von unserem Herrn. Und wir sollten da Acht geben, dass wir als Volk Gottes immer wieder umkehren zum Herrn. Umkehren von unseren eigenen erdachten Wegen hin zum Herrn. Amen? Amen. Amen. Wir fügen uns selbst viel Schmerz zu. Wie oft fügen wir uns so viel Schmerz zu? Nur weil wir nicht umkehren wollen. 6 und 7. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Das meinte ich damit, dass wir uns manchmal selbst so viel Schmerz zufügen, weil wir meinen, wir müssen jetzt auf unseren eigenen erdachten Wegen gehen. Das geht uns als Volk Gottes genauso wie den Menschen, die Gott nicht kennen.
Die Menschen, die Gott nicht kennen, gehen auf ihre eigenen Wege. In den Sprüchen lesen wir, es dünkt dem Manne seinen Weg gut, doch am Ende ist es der Tod. Und wir als Volk Gottes, wir sind manchmal so zu irgendwie, so verschlossen den Warnrufen des Herrn, dass wir sagen, aber nein, Herr, das ist jetzt der Weg. Und dann rechtfertigen wir das alles und kleiden das dann alles irgendwie in biblische Kontexte. Und auf einmal merken wir, wir sind gar nicht mehr auf den Wegen, die uns der Herr geboten hat. Und was passiert? Uns wird Schaden und Schmerz zugefügt. Und hier sehen wir es, es fanden mich die Wächter und sie schlugen mich und nahmen mir meinen Überwurf weg. Das ist ein Bild dessen dafür, dass wenn wir schutzlos sind, wir sind wirklich angreifbar. Ihr Lieben, wisst ihr was, wenn Sulamit mit ihrem König Salomo durch die Straßen gegangen wäre, ich glaube fest, die Wächter hätten nicht gewagt, Sulamit überhaupt anzuschauen. Sulamit wäre mit ihrem König durch die Straßen gegangen und sie hätten alle verschämt ihr Gesicht abgewandt und hätten auf den Boden geguckt oder auf die Fußspitzen, aber sie hätten Sulamit nicht angeschaut, denn sie wussten, das ist die Magd, das ist die Braut des Bräutigams, das ist die, die dem König anvertraut ist. Und so ist es mit unserem Herrn. Wenn Gott mit uns ist, wer will gegen uns sein? Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Aber wenn wir diese Pfade verlassen, ihr Lieben, dann sind wir schutzlos. Ich meine, diese Verheißungen, sie sind für uns, wenn wir mit Verbindung mit dem Herrn sind. Aber lass das als eine liebevolle Warnung sein, als eine liebevolle Ermahnung. Weiche nicht von der Seite des Herrn. Denn sonst werden uns die Wächter der Stadt finden und sie werden uns schlagen. Ihr Lieben, der Satan, er hat ein Ziel. Er ist gekommen, um zu morden, zu stehlen und zu töten. Und er macht vor dir und vor mir nicht Halt. Aber vor Jesus macht er Halt. Was war mit denen aus der Apostelgeschichte? Paulus kenne ich. Wer bist du? Und was hat der Dämon getan? Der wurde aber verwemst. Der wurde aber geschlagen. Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber wer bist du? Wenn wir mit dem Herrn sind, ihr Lieben, uns kann nichts geschehen. Lass uns beim Herrn bleiben. Ich habe gesagt, es ist immer wieder so ein Wechselbad zu der wundervollen Gemeinschaft und der Beziehung Jesus mit seiner Braut, aber auch Warnrufen. Wir müssen als Volk Gottes auch gewarnt werden. Amen. Der Herr ist unser Schutz und wenn wir ihn beiseite stoßen, wenn wir ihn ablehnen, dann lässt er es und hört da bitte gut zu. Es ist jetzt nicht so, als ob der Herr das in Trotz tut. Das möchte ich auch ganz klarstellen. Das Bildnis, das kann man falsch verstehen, dass man sagt, oh ja, Sulamit hat nicht aufgemacht und der Herr ist in Trotz einfach gegangen. Nein, manchmal geschieht es so, dass uns unser Herr und Gott, ich meine, wir lesen auch im Kontext zum Beispiel im Hebräer, wir sind sein Volk, wir sind seine Kinder und er ist unser Vater. Und wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er sagt dann, auch im Hebräer in diesem Kontext, was sagt er dann? Wenn ihr aber Anteil an der Züchtigung habt, dann seid ihr was? Echt oder unecht? Echte Kinder Gottes. Das heißt also, dass der Erweis seiner Liebe gefunden in der Züchtigung seiner Kinder darin gefunden ist, dass wir Anteil an der Züchtigung haben. Und es ist Gottes Züchtigung, dass er sich manchmal von uns zurückzieht. Das heißt nicht, dass er uns verlassen hat. Das heißt, dass er sich manchmal von uns ein wenig zurückzieht. Und manchmal es in eine Situation kommen lässt, wo er sagt, okay, du willst diesen Weg gehen, aber er wird dir Schmerzen bereiten. Aber geh, und daraus lernen wir dann. Wir lernen daraus. Wie oft, als unsere Kinder klein waren, immer und immer wieder, spazieren gegangen, irgendwo im Park, irgendwo, die Kinder, bup, 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 immer weiter, bleib bei uns bitte. Und bup, 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 immer weiter waren die Kinder weg, bleib bitte bei uns. Ist doch alles klar. Rebecca, komm her, wir verstecken uns jetzt mal. Bup, 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 bup. Das Kind immer weiter weg und wir uns versteckt. Mama? Papa? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Danach war es nicht mehr so oft, dass sie alleine vorgerannt sind. Ich meine, der Herr erzieht uns. Der Herr, er führt uns wirklich hinein. Und er erzieht uns. Er erzieht uns. Vers 8 und 9. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe?
Sie ist jetzt zur Besinnung gekommen. Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Zunächst einmal die Situation, Sulamit ist zur Besinnung gekommen und sucht jetzt ihren Geliebten. Und das ist auch ein schönes Bildnis für uns als Gemeinde, wie wir in Evangelisation gehen. Ja? Sulamit ging durch die Stadt und sie sagte, ihr Töchter Jerusalems, ich beschwöre euch, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Das ist Evangelisation. Wir gehen durch die Straßen, hey, hast du von Jesus gehört? Oh, der Liebhaber meiner Seele, was er an mir getan hat, ist so wunderbar. Er hat mich herausgeholt aus all dem Schlamassel. Er hat mich erlöst, er hat mich errettet. Der Fluch, der über diese Welt ausgesprochen war, zum Verderben war ich bestimmt. Doch er hat diesen Fluch auf sich genommen und hat mich gerettet. Und nun bin ich frei, ich darf leben, ich gehöre ihm. Das ist Evangelisation. Sie geht raus und sagt, ihr Töchter Jerusalems, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Doch wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem war, dass sie nicht authentisch war. Die Töchter Jerusalems antworten ihr, ja, aber warte mal, was hat dein Geliebter vor allen anderen? Ich meine, ich habe dich gesehen. Du schaffst es noch nicht mal aus dem Bett, wenn ihr eure Gebetsabende habt. So interessant kann dieser Gott nicht sein, oder? Wie oft stehen wir vor der Situation, dass wir evangelisieren und wir haben förmlich das Gefühl, dass die Menschen zu uns sagen, warte mal, ich habe genug Probleme und ich sehe an dir, dass es dir nicht recht geholfen hat. Worauf dieses Bildnis abzielt, ist einfach, dass wir durch ein authentisches Christsein auch authentisch evangelisieren können. Aber wenn wir selbst nicht mehr in dieser Liebesbeziehung mit unserem Gott sind, mit unserem Heiland sind, dann wird es schwer, die Töchter Jerusalems oder die Söhne und Töchter Bremerhavens oder wo auch immer du evangelisierst, zu überzeugen, dass dieser Gott begehrenswert ist. Dieser Gott ist begehrenswert, doch wenn wir das gar nicht mehr erkennen, wie können wir das dann einer Welt draußen präsentieren und wie können wir das einer Welt draußen bringen? Und das ist genau das, was hier geschieht. Sie antworten ihr, ja, was hat dein Geliebter denn vor all den anderen Männern voraus? Ich meine, Sulamit, du bist noch nicht mal aus dem Bett gekommen, deine Füße waren dir zu schade und jetzt willst du, dass wir ihn mit dir suchen? Lass die nächsten Verse betrachten, die Verse 10 bis 16 fasse ich zusammen. Ich fasse sie zusammen, damit es nicht zu lang wird. Aber ich möchte einfach, wenn ich sie so vorlese, dann sind sie sehr kompakt. Ich habe sie etwas zusammengefasst, dass ihr einfach seht, was jetzt hier geschieht. Und da sehen wir ein wunderschönes Bild für kraftvolle Evangelisation. Für kraftvolle Evangelisation. Erstmal soll unser Triebmotor Liebe sein. Was hat Paulus gesagt zu den Korinthern? Am Ende bleibt was? Glaube, Hoffnung und Liebe. Was ist die Liebe? Die Schwächste? Nee, die stärkste von ihnen, die größte von ihnen. Der Triebmotor für effektive Evangelisation ist die Liebe. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen 10 bis 16. Auf einmal, sie ist zur Besinnung gekommen und sie fängt an zu schwärmen. Sie fängt an, von ihrem Bräutigam zu schwärmen. Wie gesagt, wenn ihr es dort mitlest, ich habe es zusammengefasst, ich lese es hier mal vor. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Vers 11, sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Vers 12, seine Augen wie Tauben an Wasserbächen in Milch gebadet. Vers 13, seine Wangen wie ein Balsambeet. Seine Arme, Vers 14, goldene Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Erinnert ihr euch, wie wir gesungen haben? Unendlich schön bist du. Das sind die Rufe. 15. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Und dann sagt sie, das ist mein Geliebter, das ist mein Geliebter und mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und wisst ihr was? Wie war die Auswirkung? Vers 6, Kapitel 6, Vers 1. Wohin ist dein Geliebter? Also wenn er so ist, oh Sulamit, wir gehen ihn mit dir suchen. Wenn er so ist, wie du es sagst, wir gehen mit. Mensch, Sulamit, wir sehen in deinen Augen das Feuer. Wir sehen und hören in deinen Worten das Erbarmen. Wir sehen Christus in dir. Ihr Lieben, wollen wir so evangelisieren, dass wir wieder gepackt werden von der Schönheit Gottes, dass wir wieder gerüttelt werden, dass wir wieder wirklich durchdrungen sind von der Präsenz unseres Gottes? Dann werden die Töchter Bremerhavens und die Söhne Bremerhavens und Brakes und der umliegenden Gegenden und Bramstedts und Brems
Sie werden kommen und sie werden sagen, oh, wo ist dieser Jesus? Ich meine, ich habe nicht viel von dem verstanden, was du gesagt hast, aber aus deinen Augen glänzt irgendwas. Irgendwas ist anders an dir. Ihr Lieben, wir haben noch die Verheißung als Volk Gottes und es wird der Tag kommen, da werden 10 Heiden an dem Rockzipfel eines Gläubigen hängen und sie werden sagen, wo ist dein Gott? Ich sehe, Gott ist mit dir. Ich will mit dir gehen. Aber wisst ihr, was der Triebmotor dazu ist, dass wir verzehrt werden von seiner Liebe. Keine Werke, keine Dienste, keine Anstrengungen, keine Arbeit. Liebe, lasst euch wieder zurückrufen zu der ersten Liebe und lasst euch in Brand setzen von der ersten Liebe. Amen. Wohin ist dein Geliebter gegangen? Du Schönste unter den Frauen, wohin hat dein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Wann hast du das letzte Mal gehört in Evangelisation? Dass einer zu dir gekommen ist, du hast von Jesus erzählt und er ist zu dir gekommen und hat gesagt, ich habe noch nie das gehört, was ich von dir gerade gehört habe. Aber in dir sehe ich, dass das, was du erzählst, dass das stimmt. Wohin? Wo ist dieser? Wo ist dieser Herr? Ich will mit dir gehen. Wo ist dieser Herr? Das haben wir viel zu selten. Lasst uns zurückkommen. Ich glaube fest daran, wenn wir zurückkommen und in Brand gesetzt sind von dieser Liebe, überwältigt sind, dann passiert das, wofür wir immer beten. Wofür beten wir jeden Gebetsabend? Oh Herr, wenn wir dort draußen sind, lass deine Herrlichkeit aus meinen Augen strahlen. Wenn ich die Leute anblicke, sollen sie nicht meine Blicke spüren, sondern deine. Wenn ich meine Hand auflege, sollen sie deine Hände spüren. Wenn ich spreche, Herr, sie sollen deine Stimme hören. Das geschieht, wenn wir wieder erfüllt sind mit der Liebe, mit der er uns liebt. Wenn wir wieder glauben daran, wie kostbar wir sind und wie schön er auch ist. Amen. Amen. Wir kommen zum Ende. Der letzte Vers, den wir uns betrachten, Vers 2. Im 6. Kapitel. Mein Geliebter, ist jetzt die Antwort, ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ihr Lieben, was für ein schönes Bild ist das eines liebevollen Gottes, der sich nicht zurückgezogen hat in der Verhärtung seines Herzens, der seine Sulamit nicht alleine gelassen hat, nicht zurückgelassen hat, weil sein Herz so verhärtet war auf einmal, weil er auf einmal argwöhnisch wurde und sauer mit ihr wurde. Das ist kein Bild davon, von wegen, ja, geh mal hin, Sulamit, geh mal hin in deinen Garten, dort wartet dein Geliebter und du wirst schon sehen, was dir blüht. Nein, 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 nein. Das ist ein Bild eines Gottes, der dort wartet, wo die Braut genau weiß, wo er zu finden ist. Er hat sich nicht endgültig in Schweigen gehüllt und in Verborgenheit gehüllt, sondern du weißt, wo du ihn findest. Er ist zurückgekommen in seinen Garten und was tut er dort? Er pflückt Lilien für dich, für seine Braut. Das heißt, wenn du ihn auch abgewiesen hast, er ist bereit, dir zu vergeben. Er wartet schon auf dich an dem Ort, wo ihr euch immer getroffen habt. Du kennst den Ort eurer Zweisamkeit, den Ort der Abgeschiedenheit, wo du intime Gemeinschaft mit dem Herrn hast. Und wisst ihr was? Nachdem wir ihn betrübt haben, er wartet schon dort und er wartet nur darauf. Und er empfängt dich nicht in seinem Zorn. Er empfängt dich nicht in seinem Zorn, sondern er empfängt dich dort mit Lilien und sagt, da bist du endlich. Und was wird deine Reaktion sein? Oh Herr, vergib mir. Ich war so dumm, Herr. Vergib mir bitte. Und dann schließt er dich in seine Arme. Amen. Amen. Können wir Gott betrüben? Ja, wir können Gott betrüben. Können wir ihn so sehr betrüben, dass er seine Liebe von uns zurückzieht? Nein. 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 Seine Liebe hat kein Ende. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, Vater. Wir danken dir, dass du uns reich beschenkt hast mit deiner Liebe, Vater. Vater, und ich bete für alle unter dem Klang meiner Stimme, denen diese Liebe fremd ist, dass sie hinkommen und Teilhaber dieser Liebe werden, Vater. Ich bete für einen jeden, für den das fremd war, was wir hier gelesen, was wir hier gehört haben, dass es ihm bekannt wird, dadurch, dass du dich aufmachst, Vater, und das Verlorene heimsuchst, Vater, und das Verlorengegangene rettest, Vater. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du deine Liebe weiter offenbar machst und dass du uns als deine Braut weiter, weiter, weiter in deine Gegenwart ziehst, Vater. Jesus, komm, komm, Jesus, komm, komm, Herr, komme bald, Herr, komm, Herr. Oh, wir danken dir für deine Liebe, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.